Hallo, kleiner Partner. Hi. Alles klar bei dir? Mhm. Hast du dich ein bisschen von unserem Abenteuer erholt? Mhm. Du, Herr Zellner? Hm? Was ist hier los? Was meinst du? Alle verhalten sich so komisch. Und da hinten klebt ein Klebeband an einer Tür. Das habe ich mal im Krimi gesehen. Du musst dir keine Sorgen machen. Hat es etwas mit dem Mann aus dem Zug zu tun? Es könnte etwas mit dem Dieb zu tun haben, ja. Hast du ihn noch immer nicht gefangen? Ich arbeite daran. Okay. Was, das hat er mal im Krimi gesehen? Spielt das nicht in den 60ern? Es passt irgendwie nicht so ganz, oder? Oder hat er in einem Kriminalroman ein Bild davon gesehen? Ich habe gehört, du und deine Mom hatten früher viel Streit. Früher mal. Da war alles blöd. Das Haus, die Schule, die anderen Kinder. Wir hatten nicht viel Geld und ich war immer alleine. Aber du weißt schon, dass deine Mutter gerne bei dir gewesen wäre. Sie musste arbeiten, um das Geld zu verdienen. Das hätte sie ja nicht tun müssen, wenn Dad noch da gewesen wäre. Hm. Und wie kommst du jetzt mit ihr aus? Ich freue mich immer, wenn wir in den Ferien Sachen zusammen machen. Sie hat jetzt auch mehr Zeit für mich. Und im Internat mag ich es auch. Ich habe viele Freunde da. Und die Lehrer sind gar nicht so übel. Oder kamen in den 60ern schon Krimiserien im Fernsehen? Ich kann mir das nicht so richtig vorstellen irgendwie. Aber gut, irgendwas muss ja in den 60ern schon im Fernsehen gekommen sein, ne? Im Kino war sie sicherlich nicht. Na gut. Deine Mutter und Professor Lucien scheinen sich gut zu verstehen. Hm. Magst du ihn nicht? Weiß nicht. Er scheint doch ganz nett zu sein. Ja, vielleicht. Ist ja nicht so aussagekräftig gewesen. Lady Westmacott sitzt ganz allein im Salon. Vielleicht besuchst du sie nachher mal. Das mache ich. Die Lady kann spannende Geschichten erzählen. Das weiß ich. Sie ist meine Lieblingsschriftstellerin. Sie hat mir erzählt, dass es ihr gar nicht so viel Spaß macht, diese Krimi-Bücher zu schreiben. Sie würde lieber mal etwas anderes schreiben. Aber ihre Fans wollen immer nur die Krimis lesen. Die haben sie reich und berühmt gemacht. Ich habe ihr gesagt, sie sollte einfach schreiben, wozu sie Lust hat. Wenn es gut ist, kauft es schon jemand. Und wenn nicht, dann hätte sie zumindest Spaß beim Schreiben gehabt. Da hat sie gelächelt und genickt. Sie meinte, das wäre eine gute Idee. Was spielst du denn da? Ich spiele Shuffleboard. Versuche ich zumindest. Habe ich noch nie gespielt. Ist ganz einfach. Professor Lucien hat es mir erklärt. Und wer hat gewonnen? Wir haben nicht gespielt. Du wolltest nicht mit ihm spielen, was? Wollen wir beide eine Runde spielen? Klar! Okay, warum nicht? Ich glaube, du musst mir erstmal die Regeln erklären. Also gut. Du spielst mit den blauen Pucks, ich mit den roten. Du musst die Pucks mit diesem Stock da hinten ins Feld schubsen und möglichst viele Punkte machen. Klingt einfach. Wie viele Pucks habe ich? 6 Stück. Aber jetzt kommt's. Erst bist du dran, dann ich und so weiter. Und jeder darf die Pucks vom anderen auch aus dem Feld schießen. Okay, da ist es genauso, wie ich mir das dachte. Also ich hatte das bloß mal im Fernsehen gesehen, Shuffleboard. Ansonsten habe ich das selbst auch noch nicht gespielt, aber genauso hatte ich das in Erinnerung. Dann lass uns anfangen. Oh ja, um was spielen wir? Ich dachte, wir spielen einfach nur so. Wie langweilig. Wir müssen um was wetten, sonst macht's keinen Spaß. Ihr Engländer. Also ich wette meine brandneue Zwille. Und du? Ich möchte nicht wetten. Sagen wir ein Eis in Kairo? Okay, wenn ich gewinne, bekomme ich die Zwille. Wenn ich verliere, bekomme ich ein Eis in Kairo. Oi, versuch nie, einen Mad Miller über den Tisch zu ziehen. Also was ist nun? Eis gegen Zwille? Na gut, los geht's. Okay, also haben wir im Prinzip keinen Einsatz jetzt erstmal. Deswegen werden wir wahrscheinlich so oft, wie wir wollen, spielen können, bis wir irgendwann die Zwille kriegen. Die Frage ist, wie stark muss ich das denn jetzt anschieben hier? Kann ich das irgendwie... Ah, okay. Das ist ja super. Ich weiß gar nicht, wie schnell man hier schießen muss. Ja, aber natürlich. Gut, das Schöne ist, wir können sein jetzt aber erstmal rausknallen. Oh, ja, so viel zum Thema rausknallen. Okay, kriegen wir das hin, das... Aber es ist auch irgendwie uncool gemacht hier mit dem... Ach, Mensch! Da
Er stößt auch nicht einfach ab von dem anderen, ne? Dieses Balk ist aber auch schrecklich gut darin, das auf die Zehen hinten zu klatschen. So, erstmal aufgeräumt. Okay, jetzt müssen wir mal ein bisschen behutsamer vorgehen. Ich weiß gar nicht, wie viel ich überhaupt noch... Achso, 4 habe ich verschossen, okay. Ach Mensch, wieder zu weit. Ja, da wird er am Ende 10-0 gewinnen garantiert. Okay. Ach, verdammt, das kommt noch nicht mal raus. Also bleibt es am Ende bei 20-10 wahrscheinlich, ne? Auf jeden Fall hat er gewonnen. Was, 10-8? Na also. Ach, das hat nicht gezählt. Oh, die Sportskanone hat wieder zugeschlagen. Stark. Noch einmal. Nein, mir reicht's für heute. Also schön. Dass der hier oben nicht gezählt hat sicher? In der 10, das ist stark. Spielschulden sind Ehrenschulden. Okay, und dann können wir jetzt vielleicht Constable Oliver abschießen. Ich gebe sie dir zurück, sobald ich sie nicht mehr brauche, okay? Okay, aber pass auf, dass Mom dich damit nicht erwischt. Sie hält sowas für gefährlich. Gut. Dass das nicht gezählt hat, finde ich stark. Okay, können wir mit der Zwille denn vielleicht... Ach, göttlich. Er könnte kooperativer sein. Aber letztlich macht er nur seinen Job. Kein Grund, ihm einen Stein an die Stirn zu schießen. Ach komm schon, bitte, bitte, bitte. Tu es. Er könnte kooperieren. Kein Grund. Ach schade. Können wir vielleicht die Wasserflasche zerschießen? Ah. Sehr schön. Hätte ich Munition, könnte ich die Flasche bestimmt treffen. Okay, wir brauchen Steine. Woher kriegen wir Steine? Können wir ihm das wegnehmen? Nein. Gut. Müssen wir da... Gehen wir mal hier rüber. Und schauen vielleicht nochmal oben vorbei. Da waren wir jetzt schon eine Weile nicht mehr alt. Hier, zack, hoch, ab. Schnell. Push. Schneller. Okay. Haben wir hier vielleicht noch in irgendeiner Ritze einen Stein liegen? Wir müssen runtergehen. Ja, Kiste geht nicht, Ventilator haben wir schon untersucht, wenn ich mich recht entsinne. Das auch nicht. Okay, hier oben ist gar nichts. Vielleicht müssen wir die Blumenbottiche ein bisschen untersuchen. Haben wir hier? Nee, hier sind keine Steine drin. Oder halt? Ah, das ist bloß der Salon. Haben wir unten nicht auch noch einen? Ansonsten der Salon, dort waren ja auch Pflanzen, aber an die sind wir, glaube ich, nicht rangekommen, ne? Sehr gut. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Aha, kleine Steinchen. Oh, schön. Optimale Munition für die Zwille. Ich danke vielmals. Und damit gehen wir dann doch gleich wieder nach oben und zerschießen dem Constable Oliver mal die Flasche. Mal schauen, ob er sich dann irgendwie weglocken lässt, wenigstens. Oder ob er vielleicht, keine Ahnung, vielleicht ist er auch bloß wach danach, das wäre natürlich doof, aber vielleicht lässt er sich ja weglocken. Wobei er ja eigentlich aufpassen will und selbst wenn er dann wach ist, warum sollte er sich einfach entfernen von der Tür? Das wäre ja auch komisch. Na, mal schauen. Nicht nach oben, nicht nach oben, nein, nein, nein. Wieder runter. So, gleich mal hier drüben. Okay. Dann Versuch Nummer 2 jetzt. Wo ist sie? Da ist die Flasche. Das ist manchmal gar nicht so einfach mit dem Sprechen. Versteckt er sich also dann schön hinterm Tisch oder wie? Zum Teufel war das? Was denn? Irgendwas hat mich getroffen. Sie meinen, auf Sie wurde geschossen? Ja, nein, ich weiß auch nicht. Haben Sie denn nichts bemerkt? Ich war von der fantastischen Aussicht gefesselt. Als Schweizer bin ich es nicht gewöhnt, den Horizont zu sehen. Und meine Flasche ist auch hinüber. Das kann doch alles nicht wahr sein. Okay, die Flasche ist mit kaputt gegangen, auch wenn es
etwas über Umwege ging, aber naja. Gut, Scherben. Was können wir mit den Scherben machen, ist die Frage. Er hat sich einfach wieder hingeknallt. Die Flasche ist nur noch ein Haufen Scherben und das Wasser ist ausgelaufen. Wenn Konstable Oliver nun Durst bekommt, hat er ein Problem. Ich sollte danach helfen. Was? Okay. Achso, die können wir jetzt gar nicht nehmen, die Scherben. Das ist schade. Gut, dann gehen wir mal nach drinnen und holen mal irgendwas aus dem Salon, würde ich sagen. Vielleicht gibt's ja dort Schnaps. Schneller bitte. So, schauen wir mal. Wir müssen auch noch irgendwo einen Dietrich finden oder irgendeinen Draht, vielleicht auch eine Haarklammer oder sowas. So, hier haben wir ja bloß den Kaffee, ne? Vielleicht können wir den aber rüberbringen, ist auch eine Möglichkeit. Kein schlechter Kaffee, aber eine Tasse ist genug. Hm, okay, das ist schon mal fehlgeschlagen, die Idee. Rettetam, tja tja tja. So, hier oben können wir auch nichts nehmen, das ist schade. Und hier hat sich eigentlich nicht viel geändert, würde ich denken. Gehen wir mal zu... Nein, nicht mit der Lady reden, nein, nein, nein. Hinten. Lady Westmacott. Oh, okay, gibt's Neuigkeiten, die wir mitteilen können. Hat Miss Miller die Aufregungen gut überstanden? Ich denke schon. Aber was im Zug geschehen ist, war ein Schock für sie. Sie hätte es nicht überlebt, wenn Matthew etwas passiert wäre. Sie sorgt sich um ihn. Er ist ihr Ein und Alles. Es zerreißt ihr das Herz, dass er im Internat ist und nicht immer bei ihr sein kann. Aber sie stellt ihre Wünsche und Bedürfnisse hinten an, um ihm eine gute Ausbildung zukommen zu lassen. Das ist ihr Wesen. Oh, jetzt haben wir ja richtig noch was hier zu besprechen. Wo ist Matthews Vater? Weg. Geflogen. Wieder mal vor seinen Problemen fortgerannt. Er trank viel. Mit jeder Niederlage mehr. Den beiden hätte nichts Besseres passieren können. Er hat sie verlassen? Sie hätte es nicht gekonnt. Sie liebte ihn und wollte zu ihm stehen. Sie hat sich deswegen mit ihrer Familie überworfen, die das nicht verstehen konnte. Und als er sie dann fallen ließ, stürzte sie in eine tiefe Krise. Sie war 2 Wochen wie vom Erdboden verschwunden. Es würde sie wohl nicht mehr geben, hätte sie Matthew nicht gehabt. Sie scheinen viel davon zu wissen. Über die Zeit, bevor Miss Miller bei Ihnen zu arbeiten anfing, meine ich. Ich habe meine Gründe, mich dafür zu interessieren. Und Matthew? Kümmern Sie sich um die Kinder Ihrer anderen Angestellten auch so intensiv? Wenn man bei seinem eigenen Kind versagt hat, hofft man es bei anderen besser machen zu können, Wachtmeister. Finde ich jetzt auch nicht so verwerflich, dass sie sich ein bisschen interessiert für die Vorgeschichte von ihrer Haushälterin und für des Sohnes. Ich meine, es ist ja doch ein relativ enges Verhältnis zwischen Haushälterin und Hausherrin dann, ne? Und die Idee, Matt ins Internat zu stecken? Die kam von mir. Matt idealisierte seinen Vater und er gab seiner Mutter die Schuld, dass er nicht mehr da war. Ich befürchtete, die Situation würde eskalieren, wenn er mit seiner Mutter und einigen alten Leuten allein auf einem Landsitz leben müsste. Und ich glaube, ich hatte recht. Er hat im Internat schnell Anschluss gefunden. Er ist beliebt, er hat Freunde. Eine richtige Sportskanone ist er, sagen seine Lehrer. Und das Verhältnis zu seiner Mutter hat sich auch gebessert. Er ist auf einem guten Weg. Na, das ist doch schön zu hören. Miss Miller hat mir erzählt, dass Sie ein wertvolles Manuskript bei sich führen. Das ist richtig. Ein unveröffentlichter Partout-Roman? Das Manuskript muss ein Vermögen wert sein. Oh, es ist nicht nur irgendein Partout-Roman. Ich habe ihn schon vor 20 Jahren geschrieben. Aber er soll erst nach meinem Tod veröffentlicht werden. Es ist Partouts letzter Fall. In diesem Roman stirbt Maurice Partout. Sie bringen ihn um? Das habe ich schon längst. Und ich habe es genossen. Madame! Ich hatte es so satt, eine Partout-Geschichte nach der anderen zu schreiben. Ich bekam Lust, dem eitlen Fatzke ein Messer in die Rippen zu rammen. Also habe ich es vor 20 Jahren getan. Doch natürlich wollte ich meine Fans nicht enttäuschen. Also ließ ich ihn weiter einen Fall nach dem anderen lösen.
Aber immerhin hatte ich nun die Gewissheit, dass er mir nicht entkommen würde. Am Ende würde ich ihn kriegen. Ich verstehe. Hoffen wir, dass der Roman noch viele Jahre unveröffentlicht bleibt. Ich muss weiter, Lady Westmacott. Bitte halten Sie mich auf dem Laufenden, Wachtmeister Zellner. Natürlich. Ach ja, die Gespräche mit der sind immer schön. Okay, ansonsten haben wir ja aber nichts. Vielleicht hat Kapitän Conti ja irgendeinen Schnaps in der Arschtasche stecken lassen. Hatte vielleicht, aber ist nicht mehr da. Okay.